Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Okay, wir sind voll. Tomb Raider, ja. Wir haben jetzt bald endlich diesen Granatenwerfer bekommen. Super geil, Alter. Super geil. Ups. Zack. Und wo müssen wir jetzt hin? Genau, wir müssen mit... Ne, wir müssen flüchten. Sam ist ja schon vorgeflüchtet, sag ich mal. Ist es gerade in uns explodiert und es hat uns einfach nicht gejuckt? Ja, GG. Ja, GG. Super geil. So, Granaten sind immer noch voll. Ach genau, das kann ich weg. Granaten. Ich sollte mich vielleicht nicht selbst mit der Granate treffen. Wäre auf jeden Fall sehr vom Vorteil. Okay, Moment. Wir müssen, glaube ich, helfen. Okay, sie schafft es alleine. Ach da. Okay, runter. Oh Mann, das ist nicht dein Ernst. Vier. Granate. Das juckt mich nicht, dass du das... Oh Gott. Dass du da bist, meine ich. Okay, ich muss die Waffe nehmen. Ich muss den Bogen nehmen. Den habe ich getroffen. Granate hat mich nicht getroffen. Super gut. Du gehst weg. Habe ich alle? Ich weiß es nicht. Wo? Da! Okay. War da oben noch wer? Ich hab's nicht genau gesehen. Oh nein. Da ist noch einer. Okay, super. Oh Gott. Von wo? Wie konnte ich nochmal wechseln? C, okay. Okay. Weg. Was? Ich hab doch getroffen. Da oben, okay. Oh Gott. Wo ist er? Der ist da doch auch noch oben, oder nicht? Der ist da noch oben. Da hinten. Da kommt auch noch einer, okay. Da ist auch noch einer jetzt. Von wo? Von da! Hab ich doch auch locker getroffen. Was ist denn mit euch? Okay. Der hat einen Headshot kassiert. Okay. Hier ist, ist Munition. Ich hab... Warte, hat sich nicht am Ende des letzten Parts noch mega viel Munition gesammelt? Oder habe ich die mittlerweile auch alle aufgebraucht? Ich glaube nicht. Wo ist denn meine ganze Muni hin? Ha. Granaten sind wir voll, ne? Ja. Hören wir mal hier rein. Noch schnell die Munition holen. Da habe ich immer noch keine Munition für. Für die Waffe jetzt aber. Ich will da hoch. Denn dort ist auch noch ein bisschen Loot. So, okay, alles klar, alles klar. Munition. Okay, wir haben ein bisschen Munition für die Schrotflinte bekommen. Ich habe das Gefühl, mein Mikrofon ist ein bisschen schief oder so. Okay, 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 okay. Komm, den habe ich getroffen, oder? Immer noch nicht.
Ah. Immer noch nicht. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Shit, von hier aus komme ich da nicht ran. Nee, von hier. Ich komme da nicht durch. Der schießt zu schnell. Oh, der Sound ist so laut vor meinem Ohr. Wie soll ich da durchkommen? Wo, Moment, wie komme ich da weg? Ja, ich weiß es. Ja. Hier schnell unter. Hier schnell hinter. Nächste Deckung. Okay, ich muss immer warten, bis er aufgehört hat zu schießen. Jetzt. Zum Beispiel in die nächste Deckung. Ah, da oben sind noch welche. Okay. Da oben kann ich hoch zum Beispiel. Schieß mal. Oh. Der dürfte besiegt sein. Ich kann jetzt hoch. Okay, ich kann jetzt hoch. Das habe ich gar nicht gesehen. Wieso habe ich das nicht gesehen? Komm, jetzt treffe ich den aber. Nein, was? Habe ich ihn? Ne, habe ich immer noch nicht. Komm schon! Ich treffe ihn nicht! Geht schnell runter! Und! Todesstoß! Auf Doom! Okay, so musste ich's machen. Super. Nichts hält mich auf. Na los, lauf zu. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte vertrau mir. Wie jetzt, Lara, warte, was? Nicht mehr? Warum jetzt nicht mehr den Helikopter? Ich check's nicht. Alles klar. Okay. Gut, dann halte ich mir in den Helikopter. Habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen Munition mehr. Komm, hier für die Schrotflinte. Ach, auch nicht viel, ey. Die Schrotflinte ist halt so gut. Irgendwie, Mann, ich bräuchte gerne mehr Munition für die Schrotflinte. Oder ich hätte gerne mehr Munition dafür. Granaten bitte nochmal ein paar. Sind voll, okay, alles klar. Dann ist okay. Wir haben halt nur 4 Munition. Das ist halt total nicht worth. Mano. Wieso ist immer noch die Kampfmusik? Ist irgendwo. Habe ich irgendwo einen Gegner übersehen? Ja, da. Oh, shit. Okay, jetzt kann ich da durch. Oder hier lang. Okay, nicht in das Lava- oder Feuerdingsbecken, was auch immer, springen. Das ist schlau. Das wäre zumindest schlau. Schnell warten, jetzt können wir da rein. Jetzt können wir hier durchgehen. Okay. Darüber! Ich kann da nicht rüber? Okay, ich kann da nicht rüber. Ah, ich kann hier hoch, ne? Ja, wow. Ich bin so ein Held! Wo muss ich? Ach, da muss ich lang. Oh Gott. Spring, Lara! Hier drücken! Hoi! Hu. Ha, hi, hu, ha, ha. Oh nein! Sie dürfen nicht in den Helikopter steigen! Steig nicht in den Helikopter! Ach du Kacke! Einfach laufen, Lara! Holy shit! Komm, hinterher!
Ja, komm, F. Super geil. Spring. Darüber. Darüber. Oh Gott, ich sehe nichts. Oh Gott, zu viel Feuer. Alter Vater. Nein. Schnell, 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 schnell. Alter, dieses Spiel ist so gut. Vor allem solche Passagen hier liebe ich ja, ne? Diese Jump'n'Runs, Alter. Das ist so geil. Ich liebe Jump'n'Runs. Ja. Okay, Klettern hasse ich in Spielen. Klettern hasse ich in Spielen. Ich hasse es so ab... Nee. Oh, ich hab mal richtig schnell reagiert mit dem E-Drücken. Oh, fuck, wo muss ich? Da muss ich hinspringen! Schnell langs hier, gut, Lara. Alter, ui! Darüber! Alter! Ich, nee. Oh Gott. Oh Gott. Eieieiei. Schnell, 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 schnell. Scheiß die Wand an, ey. Oh mein Gott. Eieiei. Schneller. Im letzten Moment. Alter Vater. Alter Vater. Alter Vater. Puh. Dieses Spiel ist geil, ey. Alter. Am Anfang war es noch relativ langweilig irgendwie, so ein bisschen. Aber es ist ja eigentlich jedes Spiel, finde ich. Aber das hier ist ja abgöttisch gut. Ich wette, der Pilot ist jetzt trotzdem tot. Gerade gesprochen, während er ihr Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht hat, glaube ich. Los! Da bist du. Da bist du. Na komm! Alter Vater. Was ist das? Der Pilot ist locker tot. Da sind sie! Nein.
Gott. Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Croft. Wie? Nicht echt jetzt, oder? Nein! Alter Vater. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara, na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Bring mich nicht zurück, Mädchen. Das hatte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe. Und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht.
Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Hinigo und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Jo. Ich muss sagen, sowas wie das, was die eine eben gesagt hat, dass es nur ihre Schuld ist, dass die hier sind, etc., sowas kann ich nicht nachvollziehen. Solche Sätze hasse ich. Vor allem, weil, klar, auf der einen Seite, Lara war Grund der Expedition, aber Lara hat hier gerade so viel durchgemacht, so viel mitgemacht, um all diese Menschen da zu retten, ne? Egal wie wütend dann jemand ist, sowas sagt man da nicht. Die kann froh sein, dass sie noch lebt. Die wäre doch schon ohne Lara, wäre die doch schon Ewigkeiten tot. WTF, was ist das? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Sowas ist, nee. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber sowas sagen ja Leute oft halt auch in echt. Es ist deine Schuld, dass wir hier sind. Und dann zu der Person, die hier alles gibt, um irgendwie doch wieder alles zu saven und so. Ah, behindert. Naja. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, Leute. Ja, war das vorbei? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein.